Nein, das tut die Frau bestimmt nicht. Je schneller wir das Grab finden, desto schneller kommen wir von hier weg. Es ist kalt, es regnet, ich bin draußen und völlig durchgeweicht. Ich liebe meinen Job. So, dann gehen wir einmal hier rum. Sie ist überzeugt, auf der richtigen Spur zu sein. Und ich finde, wir verschwenden unsere Zeit auf diesem verdammten Friedhof. Das Mädchen weiß genau, was sie will. Bringt nichts, mit ihr zu streiten. Entschuldigung. Ich suche das Grab eines Jungen, der vor 30 Jahren gestorben ist, ein John Shepherd. Können Sie mir vielleicht sagen, wo es ist? Die Kindergräber sind im nächsten Abschnitt. Danke. Okay, das schon mal nicht. Gehen wir einfach weiter. Okay, hier nächste Abschnitt ist da hier. Okay, können wir keinen Dreher mehr gucken, aber hier vorne vielleicht. Ich hasse Friedhöfe. Die ziehen mich total runter. Eigentlich müsste ich Golly Kramer befragen. Stattdessen stehe ich bei strömendem Regen auf einem Friedhof und suche das Grab eines Kindes, das seit 30 Jahren tot ist. Das muss ich ihr lassen. Sie ist wirklich eine entschlossene Frau. Gut, da ist schon mal nicht. So. Okay, auch nicht. Okay, was hat die da gefunden? Die Blumen sind noch frisch. Jemand scheint sich um das Grab zu kümmern. Origami-Figuren. Das kann unmöglich ein Zufall sein. Armer Kleiner. Ich kannte den Jungen. Sie kannten John Shepherd? Habe fast mein ganzes Leben hier gearbeitet. Ich weiß, was passiert ist. 77. Oktober, glaube ich. Ihr nichtsnutzigen Sträuche, macht euch gefälscht hier raus. Los, haut ab, ihr verfluchten Rotzbengel. Kommt wieder, wenn eure versatzte Mutter von der Arbeit zurückkommt. Er ist wieder voll. Und was machen wir jetzt? Es regnet wie aus Eimern. Wir werden klitschnass, wenn wir draußen bleiben und spielen. Aber er schlägt uns nicht. Das bisschen Regen macht nichts. Los, wir spielen! Ich wette, du kriegst mich nicht! Okay, der Junge will meinen holen. Jetzt dürfen wir es wahrscheinlich wieder mit den Jungen spielen. Er wird draußen nass werden, als drin seine Wutausbrüche abzukriegen. Mami kommt erst später von der Arbeit. Sie würde uns vor ihm beschützen. Was für ein Vater muss das denn sein? John hat recht. Wir sollten hier nicht den ganzen Tag rumhängen, sondern spielen gehen. Ah, das ist also Son.
So, helf mir mal hoch. Mann, wo rennt er denn hin? Eigentlich ist er ja so ein... So eine Baustelle. Hier ist ziemlich stark gefährlich, hier zu spielen. Okay, wir kommen ja schon. Lass doch mal Zeit. Kopf einziehen. So kommen wir da prima los. Mann, du bist echt eine lahme Ente. Wieso denn das? Das schaffst du nicht. Okay, wette mir doch. Verdammt, machen wir nochmal. Und Thomas. Naja, du aber auch. Okay, müssen wir das Teil ganz nach oben. Geh mal hinterher. Mann, wo geht der L überall hin? Was ist los? Gut, folge ihm mal direkt. So, komm ich da hoch. Verdammt, ich müsste X mehrmals drücken. Alter, das wird langsam gefährlich. Auf jeden Fall sollte man das niemals nachmachen, wenn man hier runterfällt. Mann, die Junge geht ja ganz so weit nach vorne. Dann versuche ich mir jetzt mal einzuholen. Wo ist er hin? Okay, ja, und da runter. Runter mit uns. Du musst es nicht machen, wenn es dir zu schwer ist. Ach Quatsch, ich schaffe das leicht. Guck hin. Der ist ganz und lebensmüde, der Junge da oben. Der spinnt aber an der Autokletter. Das Ganze kann man viel, viel besser auf dem Spielplatz machen. Das ist wesentlich sicherer. Verdammt. Bitte immer so spät dazu ran. Verdammt. Komm, so ein Trick ist hin. Okay, war so langsam. Okay, nicht richtig gemacht. Okay, Darmspin. Jetzt mach hinne! Ich warte!
Okay, so kommen wir da gut rüber. Schön die Ballons halten mit dem Controller. Darüber. Mann, da ist ziemlich weit für darüber zu springen. Das kann man ja kaum packen. Und los. Alter, der war einfach so runtergesprungen. Okay, dann machen wir es auch mal. So. Verdammt, müsste ich echt so viel Taste drücken für da runter. Muss man echt vorsichtig wissen, was man hier drücken muss. Und musst mich suchen, okay? 1 Okay, dann werden wir mal gleich mal suchen, wenn ich fertig gezählt habe. 4 5 Okay, ich suche mich mal. 7 8 10 14 18 20 Jo, wir haben jetzt. Hilfe? Hilfe! Wo ist denn jetzt hin? Das ist Johns Stimme. Ich glaube in diese Richtung. Wenn er mich nur verkohlt, wird er es bedauern. Okay, sieh mir richtig. Okay, sieh mich glaube ich richtig. Da vorne. Komm schien. Mist. Das klappt nicht. Was machen wir jetzt? Halt durch, John. Ich hol Hilfe. Halt durch. Los, beeil dich. Ich glaube, das Wasser steigt. Ich mach schnell. Bin gleich wieder da. Doch, das arme Kind fand keine Hilfe. Und sein Bruder ertrank in dem Rohr, im Regenwasser. Der kleine Junge, was ist aus dem geworden? Tja, ich weiß nur, er wurde den Eltern weggenommen. Ich glaube, er wurde adoptiert. Tja, sieht nach einem Sturm aus. Ich gehe lieber nach Hause. Gut,
Gott, eine schreckliche Geschichte. John Shepard ertrinkt im Regen an der Hand seines Bruders. Könnte er vielleicht der Origami-Killer sein? Kommen Sie, zurück zum Wagen. Das war's hier für uns. Wir gehen. Das Kind starb vor 30 Jahren. Wer kümmert sich da noch um das Grab? Sie überrascht mich schon wieder. Dabei mag ich Überraschungen eigentlich nicht. Halt! Was ist los? Der Mann da drüben. Ja? Charles Kramer. Gordys Vater? Was will der hier? Er legt Blumen auf John Shepherds Grab. Okay, es dürfen wieder Ethan spielen. Aber mit denen werden wir erst in den nächsten Part weiterspielen. Gut Leute, hier werden wir in den nächsten Part weitermachen und am 14.09. kommt natürlich meine Live-Show. Vielleicht kommt da wieder auch schon genau am 14.09. online. Das Ganze beginnt dann ab 12 Uhr und dann könnt ihr gerne mal auf meinen Hitbox-Account gehen. Den findet ihr entweder hier unten in die Videobeschreibung als Link oder auf meinem Kanal auf Kanalinfos. Da könnt ihr auf den Hitbox-Account gehen. Das Ganze beginnt dann morgen ab 12 Uhr. Die Live-Show, also ab dem 14.09. Gut, bis dann Leute und haut rein.